Fünfte Kompanie, dies ist der Augenblick der Wahrheit. Ihr habt keine Angst, ihr werdet nicht zögern, ihr werdet dem Feind keinen Zentimeter überlassen. Aber Sir... Wer mir nicht im Kampf dient, dient mir als Zielscheibe. Feinde des Imperiums, hört mich an! Ihr seid gekommen zu sterben, der unsterbliche Imperator ist mit uns, wir sind unbesiegbar. Seine Soldaten werden euch erschlagen. Seine Kriegsmaschinen werden euch unter ihren Ketten zermalmen. Seine mächtigen Geschütze werden den Himmel selbst auf euch stürzen lassen. Ihr könnt nicht siegen. Der Imperator hat uns seine größte Waffe an die Hand gegeben. Also macht euch bereit. Wir sind das erste Kronos-Regiment und heute werden wir siegen. Ist das der Dingsbums-Ding? Ach, toll. Es würde dem Hörern wohl dienen, wenn sie ihre Waffen niederlegten, Mensch. Sagen sie uns dieser einfach, Planet soll wieder brauchen. Ordnungsgemäß dem Sternenreich der Tau zugeführt werden. Sie haben keinen Anspruch auf diese Stadt oder diese Welt, Alien. Haben die den Titan? Die haben wirklich den Titan. Sah es hier nach Titan aus? Und wieso ist hier so... Das sieht sehr unangenehm aus hier. Also wirklich sehr unangenehm. So im Sinne von, da möchtest du im Prinzip jetzt nicht lang gehen. Also... Mir ist das natürlich egal, weil ich einfach den Skill habe, aber... Und jetzt? Jede Kaste tut ihren Teil für das höhere Wohl. Details. Feuerteam bereit. Der Skill wird mitnehmen. Sagen Sie uns einfach, wo Sie uns brauchen. Wir sind bereit, unseren ich Teil zu erledigen. Zum Sieg. So, ich glaube, die anderen auch den Sieg für euch auch platt bekommen. Bauen wir noch zwei Feuerteams direkt. Bereit zum Bauen. Dann passt die Sache auch gleich. Niemand kann sich dem höheren Wohl widersetzen. Sammeln euch jetzt alle gut. Ja. Schild. Feind gesichtet! Wie lauten die Befehle? Erste Kompanie, haltet den Feind fern um jeden Preis! Feuerteam Information. XV-22. Ersten Kompanie. Ja, das kriege ich hin. Moment. Ich warte noch auf was. Richtig. Und Spiel, gehst du schon wieder kaputt? Bitte nein. Bitte sag einfach nein. Wenn nicht, dass du kaputt gehst. Feuerteam Information. Möge es gelingen. Die Feuerkaste dient das mit Stolz. Und ich glaube, das Schutzschild würde sich selbst aktivieren. Daher gar nicht mal so geil. Meine Kameraden werden nicht versagen. Es ist cool, jetzt schon wegzugehen. Ach, was soll schief gehen? Sagte er und starb auf die riesige Geschwindigkeitsgrad. Generell haben diese Endkarten nicht so viele Ressourcen. Kann das sein? Oder bilde ich mir das nur ein? Schnappt euch eure Ziele, Leute! Die himmlischen Wachen über uns. Bereit zum Bauen. Das soll vielleicht nicht so einfach sein. Formatrix gestartet. Ja, das wäre schrecklich, wenn das Ding nicht so einfach wäre. Möge es gelingen. Hier sind eure Opfer, Kameraden. Das wäre schrecklich. XV-22 Kampfanzug bereit. Niemand mag einfache Spiele. Ich schon. Wieso soll ich... Achso, ich werde nur wegschauen. Das haben sie euch bitte mal da oben so verlegt, hab ich nicht mehr, weil ich das Gef... Zurückerobern, Männer! Sir, jawohl, Sir! Soll er das hören? Weiß es nicht. Ich bin mir nicht ganz sicher. Das sind schon wieder merkwürdige Dinge. Apropos merkwürdige Dinge. Apropos merkwürdige Dinge, mehr Generatoren. Ich brauche Energie. Und ich brauche Geld.
brauche energetisches Geld. Homöopathisches Geld. So, hier sind wir durch. Geht's hier nicht auch wieder irgendwo vielleicht runter? Ja, da geht's ja runter und dann kann man. Jetzt werdet ihr sehen, was es bedeutet, sich mit der imperialen Armee anzulegen. Artillerie, Feuer frei! Das würde ich jetzt gar nicht gerne. Das höre ich jetzt wirklich nicht gerne. Ich hab schon irgendwelche Leute verloren, oder? Ich muss noch mal kurz zurück, woher auch immer die schießen. Hab ich einen Trupp verloren? Also. Ich führe uns zum Sieg. Oder muss ich das von Hand aktivieren? Weiß das gar nicht. Hab ich nie drauf geachtet, weil ja, wenn wir das anbringen, ich mach das nämlich nicht. XV-22 Kampfanzug bereit. Und daher wäre es vielleicht sinnvoller, einfach zwei von den anderen Typen zu bauen. Theoretische Frage, kann man sich den Ausgang, wenn man fliehen muss, kann man sich den Ausgang zubauen? Das wäre schon so ein bisschen scheiße. Weil nee, kann nicht sein, so hätte ich es ja schon geschafft. Und das Spiel zerfällt schon wieder, ja? Spiel, würdest du bitte mal... Moment, wir müssen mal kurz neu starten. Mein Spiel zerfällt schon wieder unter meinen Händen. Habe ich richtig Lust, alle Kampagnen zu spielen. Ja, ich glaube, leicht ist es. Bitte mal, Ladefunk läuft. Ich wüsste gerne, warum das passiert. Passiert das auch unter Windows? Weiß das jemand? Kann jemand meine Fragen beantworten? Nein, vermutlich nicht. Keiner da. Ich rede einfach nur mit mir selbst. Nein, ich habe natürlich sehr viele Zuschauer, die reden alle nur nicht. Ist ja alle stumm, können auch nicht schreiben, haben alle keine Hände. Sind Mitglieder der imperialen Armee, da kannst du nicht schreiben. Entweder du kämpfst und kannst nicht schreiben, oder du bist tot und kannst nicht schreiben, oder dir fehlen halt Gliedmaßen und du kannst nicht schreiben. So unwichtig ist wie Kopf. So, danke. XV-22 Kampfanzug bereit. So, ich muss mal kurz hier. Also ich höre auf zu bauen, wenn man lädt, weil? Nein, eins, weil. Betrachten Sie es als erledigt. So, ich muss auf jeden Fall mal, ich muss mal hier hinter. Diese Geschützbatterien. Zwei Stück, die eine ist hier. XV-22 Kampfanzug bereit. Ja, ich muss das Hand aktivieren, da ich das nie mache. Ist das völlig sinnvoll, dass sie da. Oh, Mann, ich viel Schaden. Ich führe uns zum Sieg. Formation annehmen! Zurück in den Kampf! Wann muss er erstmal hinkommen? Das Kommando zu übernehmen. Uns zum Fleisch. Ja, Sir. Moment mal, ich hab doch schon wieder irgendwas verloren, oder? Was möchten Sie? Bilde ich mir das nur ein. Ich verliere doch ohne Ende Leute, oder? Bin ich niemand kann sich den Würfel wohl wiedersehen. Zweite Panzerkompanie! Der Feind steht vor eurer Tür! Treibt ihn zurück, verdammt nochmal! Das ist jetzt unerwartet. Ich kann ja niemand ahnen, dass die gleich dieses fette Gerät anfahren. Oh wow, ich hab grad. Wir sind bereit, unseren Teil zu erledigen. Fehlt den Platz, ne?
Gut. Kann jemand ahnen, dass da unten gleich das fette Gerät ist? Habe ich irgendwelche Lufteinheiten? Gibt es hier Lufteinheiten? Es gibt hier keine Lufteinheiten. Ich habe keine Lufteinheiten. Den Planeten für das Imperium zurückzuerobern. Als seine Feinde ihre Angriffe auf seine Hauptstadt starteten, bereitete er sich darauf vor, diese voll von extremen Vorurteilen. Wow, ich spiele auf leicht. Wow. Was ist das für eine Mission auf schwer dann erst? Oh Gott. Wenn ich schaue, wie viel Schaden die auf leicht machen. Im Verhältnis zu meinem Schaden, den ich halt auch sehr viel mache. Oh Gott. Möchte ich nicht auf schwer spielen. Finde ich mir unangenehm vorzukommen. Lad mal. Niemand kann sich dem Höheren wohl widersetzen. Ihr baut mal weiter bitte gleich. Uff. Mal gucken, wo käme ich denn noch? Ich glaube, da kann ich nicht durchlaufen. Also schon, aber dann nicht hochlaufen. Weil wirklich. So, kann ich welche Punkte einnehmen? Ich glaube, den Punkt kann ich noch einnehmen. Ich muss ja erstmal so ein bisschen warten und Zeug bauen, glaube ich, sonst wird das nichts. Und dann mit viel Gewalt da mal durchbauen, powern. Weil ja, ich müsste über. Gott, ich muss da drüber, um da hinten hinzukommen, ne? Wo waren die? Die waren da. Da geht's. Da runter. Und dann durchs Wasser? Oder mit Artillerie? Wir haben das höhere Wohl verbreitet. Niemand kann sich dem höheren Wohl widersetzen. Nee, eins geht mal dahin. Nichts falsch machen. Sonst wird das unangenehm. Fahrzeuglandezentrale. Ich brauche mehr Ressourcen, Junge. Du bist aber so ein dummer Turm. XV-22 Kampfanzug bereit. Jetzt bin ich doch in Ruhe. Was habe ich denn getan? Ich will euch nur den Frieden auslöschen und ihr kommt gleich mit Gewalt. Schlimm. Man kann nicht mehr Leute in Frieden auslöschen. Das Kommando zu übernehmen. Befehle empfangen. Töte die mal bitte. Habt ihr schon die Aufrüstungen? Die Feuerkaste wird sie nicht enttäuschen. Erwarte Befehle. Boah, komm schon. Machen wir gleich alles. Komm schon. Tarneinheiten wäre jetzt vielleicht nicht verkehrt. Oder ein paar Lufteinheiten. Möglicherweise ist die Militärstrategie nicht so gut, wenn du keine Lufteinheiten hast. Ich möchte es nur mal anmerken. XV-22 Kampfanzug bereit. Ich möchte damit jetzt nichts andeuten. Aber vielleicht ist das ziemlich scheiße, was ihr hier aufbietet. Nur so. Als Gedankenstütze. Hier hat aber auch überhaupt keine Lufteinheiten. Also klar, es gibt irgendwie im Orbit Typen, die dann Zeug runterschicken, also. Aber. Ist schon so ein bisschen. Problematisch, sag ich mal. Auch hier in Verteidigung keine Panzer, ne? Ich baue mal wieder das andere Ding, einfach mal abwechslungshalber. Einfach mal ein bisschen Abwechslung reinzubringen. Wo ist das eingenommen? Ich sehe den Balken nicht, also nehme ich mal an, ja.
Niemand kann sich dem höheren Wohl widersetzen. Jetzt muss ich tatsächlich noch intensiv mit dem Spiel befassen. Das ist ja unverschämt. Ich führe uns so zum Sieg. Vor allem, das ist die imperiale Armee. Wieso kann die Widerstand leisten? Was ist das für Unsinn? Also mit 7 müsste die sterben und dann sollte auch gut sein. Kann ich da rüberlaufen? Ja, so ein bisschen wahrscheinlich schon. Dienste benötigt. XV-22 Kampfanzug bereit. Befehl. Oh, ich bräuchte jetzt mal so ein paar Raketenpanzer. Zweimal Koloss-Team. Mehr von anderen Zungs. Der einzelne Tunda bringt es nicht so wirklich. Schwierig. XV-22 Kampfanzug bereit. Ja, Sir. Kann ich da? Ich glaube, ich kann da nicht spielen. Sie es als nee, kann ich nicht. Die himmlischen Wachen über uns. Ja, Sir. Ich könnte hier noch. Warte mal, hier könnte ich rüberlaufen. Dann könnte ich da lang laufen und komm ich da hoch? Ich glaube, ich komme da hoch, aber ich glaube, das will ich so gar nicht, weil da können mich die Artillerie die ganze Zeit wunderbar lustig beschießen. Gut, ist nicht so den Dingen, wo ich mir denke, oh, mach mal. Lieber fertig machen. Der geduldige Jäger fängt die Beute. Da habe ich nicht so wirklich Bock drauf. Ich führe uns zum Sieg. Chasso ist bereit, das Kommando zu übernehmen. Es wird, glaube ich, sonst nur massiv Verluste geben, ohne dass ich da wirklich durchkommt. Das wollen wir uns mal sparen. XV-22 Kampfanzug bereit. So, das Turm kann ich auf jeden Fall. Das heißt, ich führe uns zum Sieg. Wieso seid ihr nicht eins? Also, weil ihr ein anderer Trupp seid. Deswegen wahrscheinlich. Koalitionszentrale braucht wohl auch noch schnell hin. Aber ich habe keine Lufteinheiten. Es gibt im Spiel keine Lufteinheiten. Das ist schon ein bisschen kacke, ne? Also, wenn ich keinen, den man bauen könnte. Warum nicht? Warum nicht? Warum, ey? Moment, falscher Kanal. Komm mal da zurück. Wir können aber auch nicht wirklich fliegen. Weil man muss es positiv sehen. Und man muss nichts dagegen unternehmen. Es gibt da ja andere Spiele, nehmen wir sie mal Dune 2. Die haben da andere Probleme. Ich nehme nicht an, dass die so weit schießen können, oder? Dass sie diese völlig überzogen weitreichende. Fängt die Beute. Schicken Sie einen Zug, um diese Stellung zu sichern. Befehl wird ausgeführt, Sir. Nee, ihr könnt nicht so weit schießen, ne? Möge es gelingen. Was war das jetzt eben? Meine Kameraden werden nicht. Kommt mal hier vor, Leute. Die Leute. Nicht enttäuschen. Was macht ihr denn schon wieder? Wisst ihr selbst nicht, oder? Ich glaube, das wissen die selbst nicht. Aber apropos Selbstwissen. Oh, mal Feuertrupps. Wir werden überrannt. XV-22 Kampfanzug. Nicht so weit vor. Zurück in die Schlacht, Chasla.